So. Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Crysis. Ich werde schon wieder angegriffen. Maximale Panzerung. Hi. Na? Es geht. Es geht, habe ich gesagt. Oh, verdammt. Das war schon wieder eng. Ja, wir sind im letzten Part fast vor unserem Sekundärziel angekommen. Bei unserem Ziel angekommen. Und ja. Jetzt werden wir den Part erobern. Denke ich mal. Farmfeld aktiviert. So, wo auch immer du bist. Komm her. Komm her. Krieg dich. Yes. Ich hätte eigentlich mal eine Granate probieren, ne, wenn ich ehrlich bin. Wow. 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 Scheiße, 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 scheiße. Da, 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 da. Schaut euch mal das die Blätter an. Ich schieß durch die Blätter durch. Nein. Möchte ich nicht. Möchte ich nicht. Das ist eine Schrotflinte. Das finde ich gut. Die will ich haben. Na. Wer sitzt da schon wieder auf sein Fahrzeug? Wow, 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 Friends. Friends? Friends, wo seid ihr? Der Typ mit seinem Gewehr da hinten nervt so ein bisschen, ne? Minimal. Tschüss. Schön auf die Beine abgeschossen. Ah, da ist er. Tschüss. Frag mich immer noch, wie will man das auf Konsole und dergleichen treffen? Bis ich da hinten den Typen getroffen hätte, ne? Das wäre alles vorbei gewesen. Keine Ahnung. Warte mal, was? Nehmen? Was ist mit dem Hut? Was will ich denn mit dem Hut? Das Fass, das nehme ich schon eher. Ich möchte da mal die Munition haben. Hier lebt noch jemand. Aha. Kollege. Du wirst Opfer meines Fasses. Das Fass des Todes! Maximale Panzerung. Ich mag das. Ich mag das einfach. Wow. Fass. Liss. Was hast du mit dem Kollegen gemacht? Möchte mich mal interessieren. Nee, das kann man leider nicht. Zünden die Öllache. Schade. Hätte ich jetzt cool gefunden. Aber wo ist denn der Kollege mit seiner Munition hingeflogen? Keine Ahnung. Da war doch irgendwo noch ein Schrotflinten-Typ. Wo ist denn der schon wieder? Ich hab noch keine Ahnung. Vielleicht finde ich ja noch irgendwo Schrotflinten-Munition. Dann benutze ich die ein bisschen. Naja. Aber hier vielleicht irgendwas? Nee, nee. Sieht nicht so aus. Oder doch? Ja. Ob ich die treffe? Das wird interessant. Ah, ich kann mich an das Geschütz machen. Kann ich jetzt das Schiff abknallen? Wo ist denn das, wo ist denn das Schiff? Schiff? War ja gerade nicht so ein Schiff. Weil. Aha. So, jetzt gibt's Stress hier. Die können gut zielen. Ja. Ja. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Ich krieg dich, Kollege. Hab ich ihn erwischt? Nee. Da fährt doch. Wer fährt denn hier? Alter, das ist gar nicht so einfach hier. Alter.
Jetzt mal ehrlich. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Ekelhafter. Oder auch nicht. Hab ich ihn jetzt erwischt? Hab ich ihn jetzt erwischt? Keine Ahnung. Ich habe eine Menge Munition verballert. Passt schon. So. Sind wir hier gleich bei unserem Ziel, glaube ich. Oh, Bananas. Nom, nom, nom. Wirklich logisch, was hier passiert. Oh, eine Melone. Maximale Panzerung. Zunächst eine Zusammenfassung. Nordkoreanische Truppen haben auf den Lingshan-Inseln im philippinischen Meer mehrere tausend Zivilisten evakuiert. Warum? Laut des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-chul hat die Operation rein humanitäre Gründe. Selbst auf Hawaii wurden leichtere Beben registriert. Nordkorea behauptet, dass ein bevorstehender Vulkanausbruch die Bevölkerung der Insel bedroht. Amerikanischen Experten zufolge gab es auf der Inselgruppe seit Beginn der Aufzeichnungen keine vulkanischen Aktivitäten. Vulkanische Aktivitäten, okay. Ist schön, dass man hier so einfach Radio hören kann. Ich finde das toll. Wir gehen jetzt aber mal weiter. Denn ich möchte ein bisschen was schaffen in dem Part eigentlich. Hatte ich gedacht. Naja. Aha. Schrotflinte! Nice. Mehr davon. Viel mehr davon. Prophet, ich bin jetzt im Übertragungswagen. Sehen Sie sich die Terminals an. Greifen Sie auf Ihr taktisches Netzwerk zu. Das hier? Okay, ich bin drin. Starte jetzt den Download. Ich habe alles. Komme jetzt zum Treffpunkt. Gute Arbeit, Nomad. Ja, ich bin halt einfach der King. Laut dieser Berichte haben sie die gesamte Zivilbevölkerung in ein paar Tagen evakuiert. Was verstecken die Kerle? Es wird noch besser. Wie es aussieht, ist General Kyung für die gesamte Operation verantwortlich. Wenn sie dachten, das wird ein Spaziergang, haben sie sich gehört. Kyung ist ein harter Brocken. Außerdem halten seine Eliteeinheiten den Rücken frei. Ja, von denen haben wir ja gerade in den Nachrichten gehört. Im Radio. Das ist eine interessante Maus übrigens. What the fucking hell? Was sind das für Mäuse? Egal, wir gehen weiter. Wir haben da noch unser Primärziel immer noch. Mach mal einen Speed rein und dann geht's ab hier. Ich bin ja auch eigentlich mal das Auto nehmen, ne? Ist mal ehrlich. Na komm. Maximale Panzerung. So, wupp. Und schwupp. Los geht's. Die wilde Fahrt. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss, aber ich fahre einfach mal, ne? Naja, so, boah. Warte mal, hier war ich doch schon, oder? Hier musste ich hin. Maximales Tempo. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Es ist schade, dass die. Ach, Granaten. Vollkommen überbewertet. Oder doch? Ich glaube, das war effizient. Du Ekelhafter! Ey, ich schieß den voll ins Hirn, ne? Danke. Zeig dein Köpfchen, ne? Tschüss. So, und du genauso. Gehen wir mal auf Nahkampf hier. So, das war's schon, oder was? Ne, hier lebt doch irgendwo noch jemand. Maximale Panzerung. Keine Ahnung. Schrotflinte, das finde ich immer wieder gerne. Und Munition, jawohl.
und Munition. Wie viel Schuss haben wir jetzt in der Schrotflinte? Schon 14, das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Ich kämpfe noch ein bisschen mit der hier. Hi! Hi! Na? Was geht? Oh! Oh, 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 oh! Das ist Stacheldraht, das sollte eigentlich wehtun. Musik ist spannend hier, ne? So! Oh. Es läuft. Oh, Schrotflinte, wo? Worum geht's denn, Prophet? Kommen Sie einfach her, Sie würden es mir sowieso nicht glauben. Ich bin unterwegs. Okay, jetzt sollen wir also zu Prophet. Da oben sind doch welche, oder? Gib mir die Munition, danke. Ich krieg euch, ihr Bastardos. Niemand schießt mich ab. Das war effizient. Okay. Es hat funktioniert. Die Granate war gut platziert, muss ich sagen. Also muss ich mich mal selbst loben. Das war gut. Ah, Schrotfinde. Nice. Ja, wenn du gestorben bist, ich habe keine Ahnung. Schrotflinte. Was soll ich jetzt hier eigentlich machen? Nix, ne? Ah. Munition, Splittergranaten, coole Sache. Du hast keine Munition dabei, gut. Ja, und was musste ich jetzt hier tun? Nichts. Oder was? Ich war halt da. Ich geh da mal da runter gehen, aber was bringt mir das, da runter zu gehen? Da war ich da hinten schon. Doch, da hinten war ich schon, ne? Na gut. Gehen wir zu Prophet, hui. War ich ein bisschen schnell unterwegs hier. Maximale Panzerung. Smetterling! Oh, schön. Maximales Tempo. Okay. Der Ruf der Luska. Maximale Stärke. Stärkesprung. Schwupp. Ist ja fast wie in Super Mario. Oder so ähnlich. Ja, wo laufe ich jetzt hin? Maximale Stärke. Maximale Panzerung. Maximale Stärke. Maximale Panzerung. So, dann schauen wir mal, wo der Prophet ist. Da vorne steht er. Irgendwo. Zip. Panzerung. Der hat hier nicht stehen. Ah. Okay. Da sind sie ja endlich. Was sagen Sie dazu? Jo. Da hatte wohl jemand Probleme, sein Boot einzuparken. Wir sitzen in der Sackgasse fest. Und ich habe den sicheren Kanal zum JSOC verloren. Zu viele elektrische Interferenzen hier. Hey, Boss. Ich hab hier was. Eine topografische Karte. Da ist ein Gebiet markiert. In diesem Tal hier muss die Ausgrabungsstätte sein. Wieso sind Sie da so sicher? Bin ich nicht, aber mehr haben wir leider nicht. Wir brechen sofort auf. Ich gehe nirgends hin. Erstmal beantworten Sie mir ein paar Fragen. Ich kaufe Ihnen diese Bergungsscheiße nämlich nicht mehr ab. Ja, seit wann haben die Nordkoreaner einen verschissenen Froststrahl? Ja, genau. Ich habe das Gefühl, ich bin hier in einem verdammten Comic gelandet. Ich habe Ihnen alles gesagt, was Sie wissen müssen. Das ist Blödsinn und Sie wissen es. Aztec ist tot und wir haben keine Ahnung, was ihn getötet hat. Ich habe ihn gesehen, Boss. Er war verstümmelt, in zwei Hälften gerissen. Ich meine, womit haben wir es hier zu tun? Doch nicht nur mit Koreanern. Chester hat recht. Wenn dieser Rosendahl verrückt wäre, wären wir nicht hier. Schluss jetzt, Psycho. Sie kennen Ihre Befehle. Unser Job ist es, diese Leute zu finden und das werden wir tun. Und jetzt brechen wir auf. Was das ist ein Befehl. Da ist was.
Hallo? Hallo, na? Bitten Sie Chester. Ja, ich komme. Ich wollte echt die Part beenden. Verdammt nochmal, egal. Was zum Geier war das? Chewbacca, bist du's? Chewbacca! Weiter, wir müssen Chester finden. Nach Osten, gehen wir, vorwärts! Ihm nach, los! Ja, dann mach dein Speed rein und los geht's! Vorwärts, wir müssen Chester finden, brechen wir auf! Alles klar. Chewbacca! Oh. Munition! Danke! Wo ist Chester? Oh, schöne Sonne übrigens. Ja, dann beeilt euch mal ein bisschen hier, Leute. Gebt mal ein bisschen Gas. Chewbacca, ich komme! Soll ich hier runter? Was? Soll ich hier runter? Da ist er, los, springen Sie! Okay. Au. Recovery. Ah, wir sind anscheinend im zweiten Kapitel. Oder im dritten? Keine Ahnung. In einem neuen Kapitel auf jeden Fall. Ich wollte Part beenden. Verdammt nochmal. Naja, egal. Machen wir noch ein bisschen weiter. Bis wir das nächste Mal beenden können. Oder ich beenden kann. Ihr beendet nicht. Dann werden geladen. Das ist schön. Tot. Verdammter Mist. Oh, verdammt! Was ist hier los, Boss? Wir sterben wie die Fliegen. Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Mein Wort darauf. Und jetzt zur Seite. Ich muss ihn neutralisieren. Mach's gut, Kumpel. Hm. Maximale Panzerung. Aufpassen, Jungs. Kommunikationszentrum voraus. Geben Sie mir Deckung, Nomad. Könnte seine Waffe mitnehmen. Will ich seine Waffe haben? Will ich seine Waffe haben? Ich möchte die Schrotflinte behalten. Wie viel Munition liegt denn hier? Wie viel Munition liegt hier? Ach, das ist zu wenig. Komm, nehmen wir die andere. Und ich glaube, an dieser Stelle, Leute, beende ich erstmal wieder den heutigen Part. Der nächste unserer Gefährten ist draufgegangen und ja, hey. Okay, was passiert hier? Wir werden es noch erfahren beim nächsten Mal. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.